So, Freunde, ja, kurze Reaktion zu Michael Smoliks Kampf, und zwar mit dem Edilson Franca, heißt der, glaube ich. Sehr muskulöser, breiter Gegner gewesen, ja, ich meine, Michael Smolik muss ja auch immer runtercutten, damit er, ich glaube, das ist Halbschwergewicht, ne, wo die kämpfen, und direkt nach dem Wiegen essen die dann und trinken die dann, dass sie dann locker wieder ein paar Kilo zunehmen, ne? Das heißt, im Kampf selber sind die wahrscheinlich schon nicht mehr Halbschwergewicht, sondern schon im Schwergewicht unterwegs. Ja, ich kam morgens halb fünf, fünf irgendwie nach Hause, so, ich war in der Stadt unterwegs und so, und habe mir den Kampf dann nochmal reingezogen. Highlights, ich würde sagen, die haben sich beide auf jeden Fall einen Namen gemacht. Ich meine, Michael Smolik hat ja schon einen Namen und ist ja schon bekannt. Aber ich meine speziell so im Sinne von, dass sie sich den Respekt verdient haben. Also ich finde, der Kampf war richtig geil. Am Ende des Tages war es relativ knapp. Also zumindest die Highlights, die ich mir reingezogen habe, war mehr oder weniger ausgeglichen. Ja, jeweils hatte der eine den anderen am Boden und dann konnte der sich aber wiederum so befreien, oder beziehungsweise der Ringrichter, weil er zu viel Inaktivität gesehen hat, dass der die Kämpfer wieder sozusagen aufstehen lassen hat und so weiter und so fort. Also ich fand, die haben sich wirklich nichts geschenkt. Und ja, Michael Smolik hat das erste Mal einen Kampf verloren in MMA. Nichtsdestotrotz hat er sich auf jeden Fall ein riesen Respekt von den Zuschauern verdient, weil er hat den Zuschauern was geboten, hat zurückgekämpft jedes Mal und war teilweise auch davor, kurz davor, eventuell selber den Kampf durch Ground and Pound zu beenden, also ne, so wo er so auf dem Gegner saß und auf ihn eingedroschen hat und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages wurde das durch Punkte entschieden, und ich würde gerne einen Rückkampf sehen. Also das war so ein Kampf, wo man nicht sagen kann, okay, ja, haushoch gewonnen, alles klar, der eine hat gewonnen, der andere hat verloren. Nee, das war schon ein relativ knappes Ding. Der Gegner scheint auch ein Typ zu sein, der kommt, um zu gewinnen. Das ist kein Fallobst. Und Michael Smolik, finde ich, hat sich auch gut geschlagen. Ich würde Michael Smolik, ich bin jetzt auch kein Kampfsport-Experte, ja, also damit wir das mal festhalten. Ich rede jetzt aus der Sicht eines Menschen, der MMA seit circa 25 Jahren sich so reinzieht, UFC und mittlerweile auch seit ein paar Jahren auch hier in Deutschland und so weiter und so fort. Ich würde vielleicht Michael Smolik raten, so, ja, mit extra schweren Gegnern so das Ringen so zu üben. Nicht, dass er das jetzt gar nicht kann, aber ne, das scheint jetzt wohl eine Schwäche zu sein. Also das, was heißt Schwäche? Ne, man muss dazu sagen, dass der Typ ist Brasilianer, und die sind ja dafür bekannt, dass sie auch im Bodenkampf extra stark sind, weil das deren Spezialität ist, so gesehen. Aber nichtsdestotrotz, ein bulliger Gegner gewesen, das erste Mal so ein richtig Muskelpaket, wo ich schon so leicht am Überlegen war, aber ne, so, aber das lassen wir mal weg, ihr wisst schon. Aber nee, ich glaube, könnte man eventuell auch so erreichen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, richtig bulliger, muskulöser Typ. Sprich, eventuell, dass sich Michael Smolik für den Rückkampf, falls der vielleicht einen Rückkampf gegen den bekommt, ja, so Leute sucht, die, sagen wir mal, 120, 130 Kilo sind, und mit denen einfach echt so dieses Abwehren von Takedowns, weil wenn du da einmal am Boden liegst, ne, und so ein schwerer Gegner liegt auf dir drauf und puncht von oben nach unten und so, das raubt erstens Kondition und zweitens, man hat es ja gesehen am Gesicht von Michael Smolik, also Beulen und blaue Flecken und lila Flecken und so sind ja genug da, also da muss er sich ja auch erstmal ein, zwei Monate erstmal von der Geschichte erholen, ja, bevor er überhaupt wieder ins Training kann, denke ich mal. So, am Ende des Tages, da, um das Video nicht ultra lang zu machen, Riesenrespekt an beide. Ja, der Brasilianer war ein richtig guter Kämpfer. Michael Smolik hat sich wirklich wacker geschlagen. Also ich habe den Kampf echt knapp gesehen. Also wie gesagt, so ein Rückkampf würde auf jeden Fall Sinn machen. Fazit ist, Michael Smolik ist angekommen in der MMA und er hat auf jeden Fall meinen Respekt, und ich schaue gerne zu, wenn er kämpft, und ich kann es auch mittlerweile nicht mehr hören, wenn die Leute dann so, ja, Michael Smolik hier und so immer am Lästern sind. Also ich finde, der Junge macht sich wirklich sehr, sehr gut, und ja, er nimmt auch nicht zu starke Gegner, aber der arbeitet sich so langsam von unten nach oben, genauso wie es sein muss, und jetzt hat er halt das erste Mal einen Gegner gefunden, und er meinte ja auch wegen den Weight Cuts, der hat ja, glaube ich, 2-3 Weight Cuts, ne, so wo man halt von über 100 Kilo auf, was müssen die denn runter, ich glaube 92, 93, irgendwie sowas, ne?
dass das nicht Schwergewicht ist, sondern Halbschwergewicht, meine ich so, ne? Irgendwie so. Auf jeden Fall musste er ja jedes Mal runtercutten, dann hat der eine Gegner nicht gekonnt und dann musste der den Kampf verschieben und so weiter und so fort. Aber er hat ja auch selber keine Ausreden gesucht, finde ich auch gut. Von daher, der hat gesagt, hör mal zu, ich muss einfach stärker werden und genau so ist es auch. Einfach, weil im Stehen ist er ja sowieso, ja, ich will nicht sagen unschlagbar, aber sehr gut. Michael Smolik ist im Stehen nun mal sehr gut. Was ich, wie gesagt, sagen würde, ey, er soll sich einfach so richtige Brocken packen, ne? Am besten auch vielleicht so 120, 130 Kilo Leute und dann jeder von denen kämpft nur eine Minute oder zwei Minuten und kommt der nächste rein, der frisch ist, sodass du dann so richtig gewöhnt bist, so gegen schwere Leute so zu ringen. Weil das kostet wirklich am meisten Energie, ne? Dieses Packen und dagegen an. Und du hast ja permanente Muskelanspannung, ne? Das verbraucht ohne Ende Sauerstoff. Ja, so jetzt mal als Kampfsportlaie. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, kein Experte oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, durch diese permanente Muskelanspannung, weil du den Gegner erstens mal von dir weghalten musst, ne, weil der versucht, deine Beine zu packen und deine Arme zu verdrehen und so, das kostet schon mal viel Energie. Und dann aber auch selber, du kannst ja jetzt nicht die ganze Zeit abwehren, sondern du musst ja auch selber aktiv den Gegner packen und der ist halt nun mal ein Muskelpaket gewesen und den dann irgendwie zu Boden bringen und so weiter und so fort. Das kostet nochmal zusätzlich. Die waren ja beide stehend K.O., ne? Ich meine, hier dieser Edilson Franca, der wurde ja hinterher interviewt, der konnte ja kaum stehen. Also dieser Übersetzer, der von Brasilianisch ins Deutsche oder von Deutsche ins Brasilianische übersetzt hat, der musste ja diesen Edilson Franca irgendwie die ganze Zeit stützen, weil der sich mit einem Arm an dem festgeklammert hat. Ich glaube, sonst wäre der zusammengeklappt. Ja, das meine ich so. Also die waren beide wirklich konditionell dann schon so am Ende, weil sie wirklich fast ebenbürtig waren miteinander. Sowohl was die Muskelmasse als auch auf die Kraft und alles angeht. Sprich, also aus meiner Sicht würde auf jeden Fall ein Rückkampf einen Sinn machen. Ja, weil man hat ja gesehen, dass sogar derjenige, der gewonnen hat, so physisch am Ende war und nicht mehr konnte. Von daher Riesenrespekt an Michael Smolik. Er macht sich vielleicht auch mal ein bisschen so hier Deadlift-mäßig so, dass der Michael Smolik so mal ein bisschen so auch, ne, so Kreuzheben-mäßig so was macht, weil das würde ja helfen, den Gegner so von den Füßen zu reißen und dann zu Boden zu werfen und so und ja, so Kraftsport ein bisschen mehr, dass der ein bisschen bulliger wird. Michael Smolik ist ja auch selber relativ, also was heißt, der ist muskulös, ne, und der sieht, ist ja auch breit, breite Schultern, Nacken, ist alles da, aber vielleicht nochmal so 5-10% nochmal oben drauf legen mit Kraftsport und dann auch noch, wie gesagt, mit schweren Gegnern ringen und dann, denke ich mal, würde er im Rückkampf das Ding machen. Wenn er dann auch nicht so diese, der Kampf wird abgesagt, weil der Gegner kann nicht und bla und so, das gab es ja vor ein paar Wochen bei ihm und so weiter und so fort. Ne? Also ich denke mal, da ist auf jeden Fall ein Sieg gegen den Brasilianer drin, wenn er jetzt nochmal ein bisschen, weil jetzt weiß er ja, worauf er sich einlassen muss. So, ich will auch nicht, dass das Video jetzt zu lange wird. Vielen Dank fürs Zugucken und ja, dann sehen wir uns entweder morgen wieder oder übermorgen spätestens. Danke fürs Zugucken, abonniert, liked und lasst auch eure Kommentare da. Das würde mich sehr freuen, also eure Meinung. Vielen Dank fürs Zugucken. Grüße gehen sowohl an den Brasilianer Edilson Franca als auch an Michael Smolik. Geiler Kampf. Die Zuschauer haben bekommen, wofür sie bezahlt haben, beziehungsweise warum sie da überhaupt vor Ort waren oder eingeschaltet haben. Die Zuschauer wurden auf jeden Fall nicht enttäuscht. Geiler Kampf. Rückkampf ist auf jeden Fall erforderlich, denke ich mal. Sagt mir eure Meinung, abonniert den Kanal, liked das Video und checkt die Links in der Videobeschreibung. Akko Power Twitch ist mein Twitch-Name. Dort streame ich jeden Tag. Facebook, Instagram und alles findet ihr auch in der Videobeschreibung. Liken nicht vergessen, Kommentare. Bis dann, ciao.